Ja, mein Name ist David Knevels. Ich bin 24 Jahre alt, bin geboren in Koblenz am Rhein. Und mein Hobby und meine Berufung ist die Musik. Take a seat. Ich bin auf jeden Fall durch meine Eltern musikalisch sehr geprägt. Das fängt bei musikalischer Früherziehung an, geht über 10 Jahre, glaube ich, Klavierunterricht. Und dann hat mein Dad mir irgendwann mal beim Müsli-Essen einen Bass in die Hand gedrückt und meinte, so Sohn, komm mal mit, wir jammen jetzt mal. So hat es dann beim Bass für mich angefangen und mich auch nicht mehr losgelassen. Wenn ich früher angefangen hätte, Geld zu verlangen fürs Musikmachen, dann hätte das wahrscheinlich auch früher schon irgendwie mal Klick gemacht. So, ah, okay, davon kann man ja irgendwie leben. Weil ich habe zuerst 2 Semester Biologie studiert, so als Alibi-Zwischenstudium. Und in der Zeit ist mir dann klar geworden, okay, nee, das macht alles keinen Sinn. Musik muss auch zum Beruf werden. Mein aktuelles Herzensprojekt ist Spiral Drive. Das ist eine Psychedelic Space Rock Band von einem guten Freund von mir, Raphael Nikes. Und dazu bin ich gerade auch mit Julian Philipp David viel unterwegs. Und ansonsten kennt ihr mich ja hier von Hookline. Also die größte Challenge ist auf jeden Fall die Stile wie Trap oder sowas, wo man halt ja eigentlich als Live-Musiker da steht und muss den Job einer Maschine übernehmen, was quasi unmöglich ist. Da merkt man dann halt eben, dass es einfach Musikstile gibt, die da jetzt nicht unbedingt für vorgesehen sind. Ansonsten, was ich immer ganz spannend finde, ist halt dieses Pairing aus moderner Popmusik und alten Pop-Songs, sage ich mal, beziehungsweise Songs in einem alten Gewand oder in einem älteren Sound. Da kommen meiner Meinung nach auch immer sehr spannende Sachen daraus. Ihr Lieben, das war's von mir für euch. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Wir sehen uns bei Hookline.